Einen wunderschönen guten Tag. Ich sag hallo auch zum Handwerksgewinnspiel Nummer 54. Letzte Mal, da gab's Blumendrahtbäume zu gewinnen. Das vorletzte Mal, da gab's Zuckerbäume zu gewinnen. Es ist nicht so schwer zu erraten, was es dieses Mal gibt. Nein, kein Kräuterelixierbaum, weil den gibt's noch nicht im Spiel, oder Alraunenbaum, das leider noch nicht. Aber es gibt einen Baum, Handwerksbaum, der auch noch im Spiel ist, ich noch nicht verlost habe. Und zwar gibt es heute Salzbäume zu gewinnen. Was müsst ihr denn dafür tun, ist die gute Frage. Letztes Mal habe ich ja gefragt, wie ihr Blumendrahtbäume gewinnen konntet. Wie viel Blumendraht denkt ihr denn habe ich? Diejenigen drei, die am nächsten dran waren, haben Blumendrahtbaum gewonnen. Gut, da ist natürlich immer schwer so, weil ich hatte ein paar tausend. Dieses Mal, da gibt es allerdings nur 5 Auswahlmöglichkeiten. Also das grenzt das ein bisschen ein. Meine Frage lautet, in welcher Stufe denkt ihr denn befinde ich mich aktuell beim Bäcker? Ja. Gerade gibt es ja nur Stufe 1, 2, 3, 4 oder 5 beim Bäcker. Die Insider, die öfter mal meine Videos gucken, die werden wissen oder schon ziemlich ahnen, welche Stufe ich mich denn da befinde. Also hier beim Bäcker. Und unter allen Teilnehmern, die dann das Richtige, kann ich nicht mal sagen, ertippt haben fast. Vielleicht ertippt ihr es, vielleicht wisst ihr es. Und die werden dann, ja, gewinne mit etwas Glück dann einen Salzbaum, und zwar unter allen richtigen Tipps verlose ich dann einen Salzbaum, weil ich davon ausgebe, dass mehr als 3 das richtig haben. Wenn es keiner richtig hat, dann werden eben die Salzbäume unter allen Teilnehmern verlost. Jedenfalls verlose ich 2 Salzbäume normal und auch einen in XXL, der ist ja auch schick, bringt in kürzer Zeit noch mehr Salz und EP und was weiß ich noch alles. Also großartig, also 2 normale und einen Salzbaum XXL verlose ich, kann ich leider erst dann am nächsten Gift und Trade dann auch raushauen, diese eben. So, ein Tipp dazu in die Kommis, wo denn, entweder auf YouTube direkt in die Kommentare unter diesem Video oder auf meiner Seite bei diesem Artikel in die Comments, wo, das bleibt wie immer schlussendlich euch überlassen. Gewinnspiel geht bis zum kommenden Freitag, 2. Mai haben wir dann bereits, bis 20 Uhr. Auflösung kommt dann am Wochenende, einen Tag später, und sonst eben wie gewohnt die Regeln, dürft ihr euch nur einmal am Gewinnspiel beteiligen und so weiter und so fort. Die Regeln dürften aber mittlerweile auch schon bekannt sein. Wenn nicht, könnt ihr alles noch natürlich nochmal in Ruhe nachlesen. Wie dem auch sei, ich wünsche euch viel Glück, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.